Ein herzerfrischendes Moin Moin. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Es gibt einen neuen DLC und man hört es schon. Ghostbusters. Oh, man sieht ihn natürlich auch. Unser Marshmallow-Mann. Ich habe ihn eben mal gerade schnell zusammengebaut. Bevor wir jetzt weitergehen, ja, da wartet auf einiges auf uns. Fangen wir erstmal mit den kleinen Sachen an, die neu sind im Pack. Und zwar, ja, wir haben einen neuen Ride, das Ghostbusters-Erlebnis, ja. Es ist schon etwas angelehnt an den Zierer aus Heidepark, ja. Also könnte man meinen, der hat schon, die haben da schon ein bisschen sich was abgeguckt. Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr diesen Trackride zusammen verbinden? Ja, Schießfahrgeschäft bearbeiten, Ziele verbinden. Ja, machen wir mal die Ziele hier dazu, bestätigen. Und dann könnt ihr da auf die Ziele schießen. Schießen mit freier Kamera, könnt ihr mal nur Spielerzug löst aus oder unendlich Munition. Das könnt ihr alles einstellen. Ich finde das ziemlich cool. Auf jeden Fall lassen wir den jetzt einfach mal so im Hintergrund fahren. Ja, ist jetzt kein bedeutend großer Ride. Leider. Es wäre jetzt schön gewesen, vielleicht, wenn Frontier noch so ein Example Ride zusammengebaut hätte und den uns zur Verfügung gestellt hätte. Schließlich ist er ja in der Kampagne wahrscheinlich drin. So, dann haben wir noch einen Redesign eines, ja, Kiddie Coasters. Den können wir auch mal eine Runde fahren. Die kleine Kartoffel nennen sie den. Okay. Ja, ja. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Filme. Wer es weiß, ne? Und dann läuft natürlich so eine kleine Instrumentalversion auf dem kleinen Kiddie Ride. Wir fahren mal eine Runde. Ja, Ghostbusters. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, wir kommen auch gleich noch auf ein paar andere Kleinigkeiten, die sie geändert haben. Ich habe noch nicht alles angeschaut. Das wollte ich noch ein bisschen. Ich habe erstmal die Sachen platziert. Aber ich wollte mit euch zusammen noch die größeren Sachen anschauen. Ja. Also ist Classic Kiddie Ride üblich. Relativ smooth eigentlich, muss man schon sagen, für einen Kiddie Ride. Haben sie schon. Ja. Er ist nicht so ruppig wie sonst. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber es ist eigentlich ein Redesign von unserer Märchenbahn. Das Spiel speichert natürlich mal wieder. So, jetzt geht's in die letzte Kurve. Ja, die kriegt er gerade so noch hin. Ja. Aber schön mit dem Speed gespielt. So. Damit ist der Coaster-Check abgeschlossen. Herrlich. So, weiter geht's. Ja, wir haben einiges bekommen. Das hier sind erstmal vorgefertigte Sachen, die reingekommen sind. Unter anderem natürlich das Stave Buff Marshmallow-Laden. Natürlich das auch als Vending Machine. Ja, also als Automat für unterwegs. Und dann hier die Ecto-Arrest-Systeme. Ja, einmal freistehend. Einmal in der Wand, ja, finde ich ganz cool, ja, bin ich am überlegen, also könnte ich vielleicht sogar so eins in mein Steampunk-Gebiet einbauen. Hier haben wir das Ganze mal als Gebäude, ja, auch vorgefertigt mit dem Bauteil, die wir haben, mit dem neuen Pack. Ja, hier ist dann auch mal so ein Laden zusammengebaut, ein riesengroßes Gebäude, ja, ein kleines Café hier drin. Ne, Pseudo-Café, da ist einfach nichts drin, ne? Ja gut, es ist schnell, relativ schnell zusammengebaut. So, hier haben wir jo, so ein kleines Gebäude, jo, kleine Mini-Feuerwache, Ghostbusters-Style. Dann haben wir hier so eine Mini-Erste-Hilfe, Street-Fox-Coffee, ja, auch mal vorbereitet, ein Hotel, ja, ist jetzt nicht auch optimal auf dem Boden platziert. Dann hier auch die Mini-Feuerwache als Personalgebäude. Dann nochmal, ja, als Hotel oder sonst was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier ein Restaurant haben sie auch noch gebaut. Ja, unter anderem haben wir diese Sachen nämlich dabei.
Ja, kommen wir gleich noch drauf zu. Hier haben wir noch einen kleinen Marshmallow-Laden. Eine vorbereitete Toilette. Ah, alles da. So, jetzt geht es los. Das ist alles dazu gekommen. So, wir haben als Szenerie für ein Restaurant, haben wir bekommen, diesen Kronleuchter. Ja, finde ich verdammt cool, dass wir endlich sowas bekommen haben. Einen richtig schönen zumindest. Ja, ja, ist gut. So, dann haben wir noch einen Stuhl dazu bekommen. Ja, finde ich auch sehr schön. Passend für mein Theater. Und hier natürlich auch so ein schöner Stuhl. Da kann man auch mal die Farbe ändern. Kann man hier auch. Ja. Hier kann man auch die Farbe ändern. Ja. Da kann man nämlich die Farbe von der Lampe ändern, aber nicht, nicht wirklich wie die Farbe von dem Gestell selbst. So, hier haben wir Suhl. Ja. Ja, das sind alles Ziele. Ja. Bleibt aktiv bis Treffer. So, Vince haben wir hier auch noch. Wo der Unterschied zwischen den beiden ist, das muss mir mal einer erklären. Ich glaube, im Film war ja auch nicht wirklich ein Unterschied zwischen den beiden. Dann haben wir hier den Kopf. Ja. Den Stay Puff Muffle Marshmallow Mann. Dann haben wir hier in Einzelteilen mal hier rumstehen. Ja, ich habe ihn ja eben zusammengebaut gezeigt. Es gibt zwei verschiedene Köpfe. Einmal den fröhlichen, einmal den bösen. Dann gibt es neue Nebel. Und zwar diesen kleinen und diesen großen. Und der sieht richtig gut aus. So, dann gibt es hier den Blitz. Ja. Spezialeffekt Blitze. Ja, also das, was die Kanone abschießt. Slimer in verschiedenen Fassungen, ja. Nam, 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 nam. Slimer 2, Slimer 3, Slimer 4. Ja, alle können aktiv bleiben, gehen als Ziele durch. Ja, das ist hier der Wanderslimer. Ja, der ist ein bisschen weniger an den Positionen gebunden. Ganz ehrlich, wenn ihr das einbaut, ja, würde ich hier vorne eine Glasscheibe machen und dann dahinter irgendwie was platzieren. Dann sieht das so aus, als wäre das einfach nur so eine Projektorprojektion. Ja, könnt ihr auch noch so Beamer hin auf der anderen Seite, auf der Rückseite einbauen. Dann sieht das wirklich so aus, als wäre das so eine Projektion auf eine gewisse Leinwand. Hier haben wir natürlich die Schleimreste von unserem Slimer. Ja, die dicke Kartoffel da. So, hier haben wir natürlich auch Schleimblob, Schleimblob und Schleimblob. Natürlich das Ecto-Pack. Ja. Protonenpack in groß und klein. Ja, also ich finde das Große schon extrem groß. Schon ein bisschen übertrieben groß. Dann hier Gozer. Haben wir natürlich auch drei verschiedene Fassungen. Ja, das kann keine, die können keine Ziele sein. Hier haben wir den Ecto 1. Leider nicht als Einzelteile. Ich hätte mir gewünscht, so ein paar Sachen als Einzelteile. Als komplett, okay, finde ich in Ordnung. Ich hätte aber gerne als Einzelteile gehabt. Das wäre je nachdem gar nicht so schlecht gewesen. Ja, dann hätte man nämlich noch ein paar Sachen machen können. Hier haben wir unseren Winston. Ja, in vier verschiedenen Fassungen. Einmal in Deckung schießend, einmal so schießend, einmal gut gelaunt, ja, einmal untätig, rumstehend. Hier natürlich Ray. Stats. Oh, auch untätig, schießend, freuend. Ja, normal aus der Deckung ballernd. Ja, Peter haben wir auch, natürlich Peter Wankman, Egon Spengler. Achtet ihr mal drauf, ja, sogar auf die Namensschilder wurde geachtet, also sehr detailliert gemacht, sehr schön gemacht, sieht richtig toll aus. Hier haben wir natürlich die Auslöser für die Fallen, ne? So, das Geisterfallenpedal groß und klein. Die Geisterfalle groß und klein. So, hier haben wir wieder weitere Ziele. Ein paar Geister haben wir noch dazu bekommen. Und zwar eine richtig große Menge. Also, die sehen alle richtig gruselig schön aus. Also,
Könnt ihr euch schon mal freuen? Könnt ihr auf jeden Fall in eurem Park einbauen, die Viecher. Ja, dann haben wir hier eine Feuerwehrhaus Stil Notfalllicht. Ja, schauen wir mal im Dunkeln, ob da auch was leuchtet. Ja, finde ich gut. Passt. Ja, gibt auch ein bisschen Licht ab. Kann man leider nicht mit dem Auslöser verbinden. Hier haben wir dann ein Bücherregal. Ja, zum Bibliotheksbücher natürlich. Leeres Bibliotheksregal haben wir auch. Und dann haben wir hier einiges an vorgefertigten Gebäuden von unseren lieben Frontier-Mitarbeitern. Ja, sie haben uns echt große Gebäude hier hingesetzt. Ja, zum Beispiel das hier. Oder den Tempel natürlich. Auf das komme ich gleich zu sprechen. So. Und das sieht richtig gut aus. Das sieht doch mal richtig geil aus. Richtig detailliert. Ja. Allein die Wände und alles sehr schön gemacht. Also die neuen Sets sind echt umfangreich. So. Jetzt muss ich gucken. Wo ist die Mitte? Wo ist das Ding? Ja. So. Den setzen wir mal dahin, wo er hingehört. Und zwar haben wir jetzt auch diesen Wirbel. Haben wir jetzt bekommen. Den kann man sich sogar hier oben hin platzieren. Dann hat man diesen Wirbeleffekt, den man auch im Film hatte. Verdammt geil. Und das schauen wir uns jetzt gerade noch mal schnell im Dunkeln an, wie das aussieht. 22 Uhr natürlich. So. Wow. Sieht doch richtig gut aus. Natürlich ein bisschen. Die Beleuchtung fände ich jetzt ein bisschen stark. Ja, aber das kann man sich ja einstellen. So. Wie gesagt, diesen Wirbel gibt es auch. Könnt ihr euch irgendwo im Park platzieren, wenn ihr wollt. Das Feuerwehrhaus gibt es komplett fertig. Auch vorbereitet. Ja, inklusive alle Etagen sind drin. Ja. Sehr schön gemacht. Wir schauen nochmal hier. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt so begeisternd, aber ja, hallo, es ist von außen ein richtig schönes Gebäude, was sie da gebaut haben. Und es passt einfach auch. Ja? Es ist ein richtig schönes Gebäude hier. Dann eine klassische Ziegelwand mit kombiniert. Ja, sehr schön geworden hier das Marshmallow-Lagerhäuschen. Dann haben wir eine ganze Menge an Fassaden bekommen. Ja, das sind vorbereitete Fassaden, die ihr euch hinstellen könnt. Die man sich im Hintergrund irgendwo hinstellen kann, wenn man sagt, okay, das Themengebiet ist, geht nicht viel weiter, ich habe nicht mehr so viel Platz. Ich stelle die Dinger mir in den Hintergrund, stelle dann noch Gebäude davor, normale. Dann habe ich, kann ich damit einen relativ guten 3D-Effekt schaffen. Ja. Sind natürlich platte Wände, ja. Ist es nun mal so. Das ist aber in einem Freizeitpark auch nicht gerade die Seltenheit, dass man eigentlich dann so flache Wände hat. Das wird man auch, das kann ich jetzt schon quasi sagen, das wird man auch im Phantasialand demnächst sehen, wenn Rookburg eröffnet. Die eine Wand wird auch relativ ähnlich einer Fassade, einfach nur eine Fassade sein. So, hier haben wir dann die Kirsche aus Ghostbusters. Ja, sehr schön gemacht. Sieht richtig toll aus. Eisenrad, also sie haben sich wirklich was einfallen lassen. Haben das auch richtig schön hinbekommen. Also man kann mit dem Planet Coaster Teil wirklich sehr schöne Sachen bauen. Und Frontier zeigt immer mal wieder zwischendurch, dass sie auch schöne Sachen bauen können. Meistens überlässt Frontier aber wirklich den Leuten selbst nochmal da nochmal eine ganze Spitze oben drauf zu setzen. So, dann haben wir hier ein sehr schönes Kaufhaus, könnte man eigentlich fast sagen. Ja, sehr schön gemacht. Sieht richtig toll aus. Also, da haben wir einiges gefunden. Romantik-Ornamente, schöne Wand, schöne City-Ziegelwand, Romantikwand. Ja, also, das ist sehr schön, was man da bauen kann. Finde ich sehr gut. Ja, kann man sich was Schönes machen. Also, wirklich. Ja, Erkerturm, alles Mögliche. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Sets an. Und hier haben wir das Betonwerkstein-Set. Schaut euch das mal an.
So viel haben wir schon seit langem nicht mehr bekommen für ein Set. Es ist fast vollständig. Es wird eigentlich nur noch die Dächer. Und da kann man, ganz ehrlich, auch die Sachen von jetzt schon verwenden. Ja, da haben wir genug Sachen da im Spiel, die man dafür verwenden kann. Deswegen finde ich das vollkommen legitim, das so zu machen. Ja, dann gibt es das nochmal ein bisschen mit groben Ziegeln. Ja, die habe ich mir schon ein bisschen angeschaut. Die werde ich wahrscheinlich im Steampunk-Gebiet gerne mal verwenden. Ja, das ist also sehr umfangreich. Also hier, schaut euch das mal an. Das ist das Betonwerkset. Ja. Das ist das Betonwerkset. Komplett 83 Teile haben wir hier. 83 Teile dazu bekommen. So, dann haben wir hier das City-Ziegelstein-Set. Ja. Inklusive Feuerleitern. Und einiges an Wänden dazu bekommen. Auch Umfang. 57 Teile. Kann man sehr schön auch alles miteinander kombinieren. Fenster schon eingebaut. Eingebaute Fenster. Also ein Teil weniger, was man je nachdem braucht. Um da was Schönes zu machen. Kann ich auch für mein Steampunk-Gebiet jetzt sehr gut gebrauchen. Weil ich bin jetzt relativ ja schon beim Fassaden angekommen. Dann hier das Fassadenset. Ja, Graffitis. Fassadendekoration. Ja, Fassadendekorationsset. Also man kann hier einiges machen. Die kann man sich so in den Hintergrund stellen irgendwo. Zum Beispiel auf dem Dark Ride. Ja, wenn man nicht so viel... Man hat ja meistens nicht so den extremen Platz in einem Dark Ride. Und man muss ja dann irgendwo ein bisschen versuchen, Tiefe zu schaffen. Das kann man hier mitmachen. Ja, da gibt es hier noch die ganzen Gerüste dazu. Ja. Und diese ganzen Fassaden haben wir dazu gekommen. Das könnt ihr auch euch als normale Wände benutzen, wie ich finde. Ja. Finde ich vollkommen geil, dass man die Dinger je nachdem als normale Wände auch verwenden kann. Wäre schön, wenn die nicht so glänzend würden, wenn die so ein bisschen Struktur hätten. Ja. Wenn die ein bisschen Struktur hätten, könnte man die dafür noch besser verwenden. So, dann haben wir hier immer noch, das ist das ganze Fassadenset. Bis hierhin geht das. Also man kann sich da schon so einige Szenen dann zusammenbauen. Vor allen Dingen für sein Ghostbusters Ride. Kann man da einiges machen. So, dann kommen wir zum nächsten Bau. Also hier haben wir beim Fassadenset sind wir bei 73 Teilen. Ja, wenn ich jetzt noch die anderen Fassaden noch dazu zähle, sind wir wahrscheinlich noch mehr. Aber 73. So. Jetzt kommt das Feuerwehrhaus. Ja, da haben wir auch insgesamt 54 Teile für das Feuerwehrhaus. Ist das nicht geil? 54 Teile, neue Teile. Und die sehen alle sehr, sehr schön detailliert aus. Ja, hier hat man sogar die Möglichkeit, die Fenster sogar ein bisschen ja, anders zu gestalten. Wir haben hier viele verschiedene Anbaupunkte. Wir haben ein schönes Feuerwehrhausdach. Ja, kann man auch anders noch verwenden. Ja gut, der Kamin ist jetzt nicht unbedingt etwas, das sieht eher aus, da würde ich eher so eine Mülltonne oder sonst drin verstecken. Aber ja, dann haben wir hier noch ein kleines Detail, ein Feuerwehrhauszaun. Ja, das ist ein separates Teil. Ja, habe ich jetzt hier einfach mal dran geklebt. Genauso wie hier die Feuerwehrhausstil Notfall. Das Notfalllicht habe ich auch einfach mal da dran geklebt. Auch hier, das hier, könnt ihr hin und her verschieben. Ja. So, das könnt ihr komplett separat. Ja. Habt ihr komplett separat unterwegs. Positionsausrichtung aus. So, können wir das dahin machen zum Beispiel. Entrance around corner. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht noch mal irgendwas noch mehr davon sehen, von solchen Sprüchen. Dann kommt das nächste große Set. Ja, Geisterzentrum Ballachin. Schaut euch mal das an. Hallo, habt ihr doch mal
habt ihr es noch. Ja, sehr schön. Sehr schöne Erweiterung. Haben wir sehr viel von. Ja, Geisterzentrum, Entlüftung. Ja, kann man eine Entlüftung bauen. Hier, Fensterbank. Eine Fensterbank. Holy shit, wir haben eine Fensterbank, Leute. Endlich. Können wir mal sagen, wir haben eine Fensterbank. Dann haben wir hier ein paar Säulen. Ja, verschiedene Formen und Farben. Und Geisterzentrum, Türen. Ja, auch hier Säule in verschiedenen Größen. Innen drin, keine Textur. Na gut, muss man ja auch nicht. Ganz ehrlich, das ist eh nur Beton, der einfach nur angemalt ist. Auch hier, schaut euch mal an. Kleine Risse drin. Ja, sieht sehr, sehr geil aus. Sieht gar nicht mal, sieht von der Seite aus, ist es flach. Aber von vorne ist da der Effekt schon da, dass da so Vertiefungen drin sind. Ja, das Ding ist einfach angefressen. Das sieht richtig geil aus. Könnt ihr für verschiedenste Gebiete benutzen. Ja. Hier habe ich auch noch mal so ein paar Gebäudeteile einfach zusammengesetzt. Könnt ihr auch so benutzen. Sehr schön. Wie viele Teile haben wir hier beim Geisterzentrum? Ich kann es euch genau sagen. Und zwar haben wir insgesamt so, muss ich jetzt mal gerade hier rausholen. Haben wir 28 Teile. Auch relativ umfangreich. Weil wir haben ja einiges geboten bekommen. Leute, wir haben einiges geboten bekommen. So, hier. Nochmal Ghostbusters. Wir haben auch nochmal Ghostbusters Schilder. Wir haben auch für das Sledridge Hotel auch 11 Dinger. 11 Schilder haben wir dazu bekommen. Sehr geile Sache auf jeden Fall. Also Ghost's Temple. Auch ein relativ umfangreiches Pack. Ja, haben wir sehr schöne Texturen bekommen. Also sehr schöne. Kann man für seine Tempelanlagen auch in anderen Gebieten benutzen. Ja. Das ist sehr schön geworden. Und, was eine große Premiere, wir haben eine diagonale Wand bekommen. Ich wünsche mir echt, dass wir jetzt jede Wand am liebsten nochmal in diagonaler Form bekommen würden. Das würde wahrscheinlich euch alle freuen, mich ganz besonders, weil es würde diesen klassischen, ja, ich muss jetzt gucken, wie ich um die Ecke bauen kann, Stil, irgendwie verhindern. Ja. Dass man da irgendwie gucken muss, wie kann man das überhaupt machen? Ja. Wie kann man das überhaupt machen? So, jetzt das noch ein Set. Ja. Haben wir das romantische Torbogen-Set bekommen. Ich tue mal gerade hier die Sachen raus. So. Damit wir auch nur die Sachen hier drin haben. Wie viel sind's? 43 Teile, Leute. 43 Teile haben wir dazu bekommen. Daraus kann man einiges bauen. Und in der Kombination mit dem, was wir eh schon im Planet Coaster haben. Verdammt viel. Ja, hier nochmal Marshmallow. Lässt grüßen. Komplett nochmal Schilder dazu bekommen. Also ein sehr, sehr umfangreiches Pack. Wir haben noch eine neue Kampagne bekommen. Die werden wir, das wird die erste Kampagne sein, die ich in diesem Spiel zum ersten Mal überhaupt spiele. Die werden wir auch mal zusammenspielen. So, jetzt kommt noch etwas. One more thing. Und zwar haben wir als Hintergrund ab sofort die Stadt. Ja? Wir haben eine Stadt im Hintergrund. Können wir haben, wenn wir wollen. Für unseren Freizeitpark. Eine Stadt im Hintergrund. Verdammt geile Sache, finde ich das, oder? Ja, wir können quasi unseren Park als Vorort platzieren. Ist doch mal richtig cool. Oder nicht? Würde ich doch mal sagen. Ist doch mal richtig cool, sowas. Dann soll es neues Terrain geben. Und da haben wir Beton. Als Bodentextur. Da haben wir abgenutzter Beton. Als Bodentextur. Neu dabei. Dann haben wir Stadtasphalt.
abgenutzter Asphalt. Ja. Gras, so, ist das Klassische. Fels, ja, verschiedenste Felstexturen. Aber wir haben 4 neue Texturen bekommen. Ist das nicht umfangreich? Das ist doch... Also, wie gesagt, es ist kein einfaches DLC. Ja, klassisches DLC-Pack. Ja, Theme-Pack oder sonst irgendwas. Es ist ein Expansion-Pack. Ja, wir haben sehr viel dazu bekommen. Wir gehen jetzt nochmal ins Hauptmenü. Dann zeige ich euch, wie das jetzt aussieht. Beenden uns im Hauptmenü. Ja, sind wir ja schnell drüben. So. Wie es da aussieht. Ob wir da direkt die Kampagne auswählen können. Schauen wir mal. Spielen. Ja. Ghostbuster. Schnapp dir dein Protonenpaket und erlebe eine neue Ghostbuster Story. Ja. Wen rufst du an? Who you gotta call? Sehr schön. Also, wir können das unabhängig von der normalen Karriere spielen. Ihr habt mit diesem Pack sehr, sehr viel bekommen. 15 Euro kostet es bei Steam. Und ich finde, das lohnt sich zum ersten Mal seit langem wieder. Es ist eine schöne Erweiterung zum Studios Pack. Auf jeden Fall. Es ist eine sehr schöne Erweiterung, wie ich finde, zum Studios Pack. Da haben wir jetzt einiges dazu bekommen, womit dann ja, was anfangen kann. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Pack haltet. So, wie gesagt, ich muss mich langsam mal verabschieden, denn ich bin jetzt sehr scharf darauf, mal wieder ein bisschen Planet Coaster zu spielen. Und lasse euch natürlich mit dem Soundtrack lasse ich ausklingen und sage damit bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.